Das ist natürlich was. Was kriegt man denn aus einem Bleistift und Blei raus? Naja, Holz und Blei? Jo. Wie aus dem Kühlmittel. Was gibt's denn da? Säure, Plastik und Gummi. Okay. Rezept Delberts Bärhaxen. Mal schauen. Na, ist schon alles weg, gut. Oh, ich habe eine ganze Haarklammer. Wow. Wahnsinn. Ja, ist ein Mardok, so. Yay. Plastik nehme ich mit. Ich finde das nicht. Plastik nehme ich auch mit. Nee. Notizen. Das müsste hinten unter Notizen sein. Ja. Schon wieder drucke Escape. Ich raff's echt nie. So. Ich mach nochmal verwerben. Ja, ich war noch gar nicht so weit. Ich bin dann noch am Sammeln, ja. Ein bisschen was, gell? Ja, aber nicht viel. Bisschen. Ganz wenig. Kampfmesser. Warum ist in dieser Kiste ein Brahim-Schädel ohne Kiefer? Spielt da jemand? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Spielt da jemand Forest und braucht die Zähne für die Waffe? Keine Ahnung, die Werkbank ist auch noch frei. Okay. Nö, wäre möglich, ja. Wobei, verwerte ich noch was? Was ja witzig ist, verwerten können wir zu mehreren. Das klappt, bloß nicht herstellen. Ah ja. Ich hab's noch gar nicht probiert. Ich muss noch geschwind schauen. Objekt wird bereits von jemand anderem benutzt, wenn ich auf Herstellen gehe. Also, du ja. Du kannst dabei, weil ich habe gerade etwas überblickt. Mal gucken. Da kann ich einmal herstellen, das spart Platz. Feder nicht so viel. Holz auch nicht, das lohnt sich nicht, vor allem wenn wir gleich bauen. Was heißt gleich? Wisst ihr, was mir hier drinnen gefällt in dem Diner? Geil. Das ist dieser Mülleimer in dieser Raketenform. Ja. Irgendwie der ist cool, hat ja. Er was. Irgendwie hat er was. So, Schaden 40. Was war denn das? Schaden 40, das war so mit dem 45er. Und 38, da könnte ich Munition mal machen. Schauen, ob ich genug habe. Nee, Munition. Das müsste lang, oder? Und schon wieder was zum Verwerten in der Sauerei. So. Jetzt werden wir da mal. Ja, Steve, das weiß ich. Und ich weiß es auch zu schätzen. Ich halte es eigentlich für ein Gerücht. Verhalten haben. Das ist auch gut so. Hey, hey, hey. Ach, Schrott wollte ich lagern. Weißt du, wenn man Hirn hat wie ein Nudelsieb, dann wird das nix. Was habe ich gesagt? 45 und 308. Ich bin so ein ja. Idiot. Sag einfach nix. Hast die falsche hergestellt, okay. Ja.
aber warte mal, ich kann... Nee, da würde ich gern was verkaufen, das wäre gescheiter. Hat eigentlich einer von euch eine Vorstellung, was das bedeutet, wenn eine Waffe ausgegraut ist? Ja, dann dann gucke... Achso, ja, ich sehe gerade, ich bin in der Stufe noch zu niedrig. Ja. Genau. Braucht jemand 38er Munition? Ich hätte etwas davon. Nee, für die Improbe wäre das bloß. Das nutzt mir nicht viel, da habe ich noch genügend. Nö, da habe ich mal gerade ein bisschen hergestellt gehabt selber. Okay. So, also zerlegen ging ja. Ich hätte nämlich 83 Stück davon. Oh, okay. Ja. Wenn das nichts wird, kann ich das mitnehmen. So, die Fusionszellen lasse ich hier. Gut. Großmengen habe ich gelagert, gell? Waffen kann man verkaufen? Ja. An wem? An die Händler. Hier in der Stadt haben wir einen. Okay. Du kannst aber pro Tag maximal nur für 200 Kronkorken verkaufen. Pro Fraktion. Ich hab da was gefunden. Weil die kleineren, die lagere ich nicht ein, das lohnt sich nicht. Die werden wir verkaufen. Wir sind nicht weit weg. Ach, ich nehme die Granaten auch mit. Die darf der uns gerne abnehmen. Nicht das viel? Nö. Warum habe ich noch immer 107 von 160? Ja, Gewicht, das ist so ein Problem für sich. Ich habe festgestellt, wenn du auf den Schrott hinten gehst, wenn du normalen an sich bist, du lagerst nicht immer alles ein. Beim Verwerten. Ja, ja, weil man... Das Hobby hat mir der Bob vorher auch schon beantwortet. Da braucht man oft 2-3 Stück von irgendwas, um das... Praktisch, dass aus Menge X Schrott dann entsprechend eins mindestens rauskommt. Verwendet der eigentlich? Nicht. Jetzt kommt's mal erst. Ich hat der jetzt meine Notizen als Schrott eingelagert? Normal, nein. Eigentlich unter Notizen. Die Holos. Okay, na passt. Dachte schon. Die werden auch nicht zerlegt, die kannst du sammeln. Und sie wiegen ja in der Regel nicht viel, aber das geht. Und bei den Holos ist es dasselbe. Bis auf die, die man aktuell für die Quest braucht, die darf man nicht auslegen, sonst geht die Quest nicht weiter. Ja, gut, das macht ja auch Sinn. Ja. Genau. Lagern wir. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe jetzt zwei Haarklammern. Haarklammern. Zwei. Zwei. Ganze. Ganze zwei. Da bin ich ja reich. Ich habe drei. Snob! Ja. Tut mir leid. Eindeutig. Hier drei? Kann ich doch nichts dafür. Ganz schnell raus aus dem Team. Also ihr braucht definitiv keine 38er Patronen, weil dann schmeiße ich die in meine Lagerkisten. Ich guck noch mal rein, welche Waffen ich hab. Sekunde. Das wäre 38er, wäre die Impro-Pistole, ja. Und ja, das war die Impro, nee, die brauche ich nicht. Okay. Der Revolver ist da besser und die Machete. Ja, die sind da deutlich besser. So. Und der Impro-Revolver und der braucht auch 45er. Das ist geil. So. Ne, Licht brauche ich jetzt. Ich bin nochmal an der Werkbank zugange. Dann schaue ich dir mal auf die Finger. Ist ja furchtbar. Furchtbar, aber wirklich. 40 mm Granatwerferpatronen kann ich basteln.
Okay, Röhrchen nehmen, bisschen schütteln, dran schnuppern. Das wird interessant, was daraus kommt. Nein, das wird's nicht. Nein? Ich hab keinen Klebstoff mehr. Wenn man mit dem Händler redet und dem was verkaufen will, greift er auf die Inventarkiste zu oder nur... Nein. Nicht. Warum, nur was du am Mann hast. Warum wusste ich das? Das wäre zu einfach. Weil du Erfahrung hast? Nee, habe ich nicht. Ich hab's nur befürchtet. Weil der wäre hier sogar in Sichtweite. Ich mach's mir mal gemütlich. Ein bisschen Wasser und eine Kochstelle wäre auch nicht schlecht. Ist auch nicht weit weg. Gleich nebendran. Ich weiß. Wollte bloß noch nicht hingehen. Weil da kommen wieder so fiese Maulwurfsratten. Ach, das. Guck mal, da sind doch schon die Löcher drin. Siehst du, jetzt kommt sie. Ja, da schießt er drauf und wundert sie, wann's. Ja, es kommt doch nicht nur eine. Ach, ein paar Gule liefen ja, glaube ich, ja auch noch rum, hinten. Ab und zu mal, ja. Ein Campingplatz später, da warten wir aber noch ein bisschen. Hier schon wieder, Hoppegartenzwerg. Er war. Ich mag die Gartenzwerge. Vor allem, dass man den aus der Vault nicht mitnehmen darf. Der spricht. Furchtbar. Das finde ich so gemein. Ja. Oh. Wie hieß das immer? Armes Tuftuf, ne? Richtig. Ja, Junge. Oh, ich kann mich wieder schnell bewegen. Ist ja schon wieder fast wenn langweilig. Wenn du mit der nächsten Runde durch bist, nicht mehr. War's das. So, ich werde jetzt aber mal was trinken. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal wirklich einen Red Away nehmen. Ich habe keins drum. Durch immer schwer. Ich habe ein einziges, aber ich spare mir das die ganze Zeit auf. Das Problem ist... Ein Internet, Mir wird das Zeug schlecht. Schon wieder. Dann müssten wir mal was kochen gehen, das ist auch hier in der Nähe. Das Problem ist, man sieht da eigentlich nicht, was gekocht ist und was nicht. Ne, nee, am Namen oder wenn du den kleinen Trick nutzt, den ich habe, da siehst du es dann davor. Ich sehe, was gekocht ist und was roh. Okay. Kann man es gruppieren? Nein. Ich schätze mal, man wird eine Mod installieren können, die einem das anzeigt. Genau das meinte ich, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ja, es gibt ja nicht umsonst diesen Bereich Mods. Hier Frage, online. Gibt's Achievements oder so, die da dann Auswirkungen drauf haben? Nö. Also es kommt auf die Mod, nehme ich mal an. Haben sie ja beim normalen Fallout gemacht. Wenn du Mods installiert hast, war es was mit den Achievements? Nein, das geht auch trotzdem noch. Okay. Aber hier kommt halt immer auf den Mod drauf an. Ist halt online und da muss man gewaltig aufpassen. Jo. Ich gehe mal kurz erstmal zu unserem Pilzfreund. Was? Ja, hier der in dem Trailer mit den grünen Pilzen. Werden wir zu dem nicht eh nochmal hochgeschickt? War da nicht was? Ich glaube fast, ja. Stimmt, ja. Nee, dann lass ich sein. Mal dann ein Stückchen hier weiter runter, dann könnten wir kochen. Ich wollte gerade sagen. Hier hinten ist noch was zum Sammeln. Tatopflanze. Korrektur, es waren Tatopflanzen. Nee, die sind... Nö, hier sind sie da. Das ist auch das, was ein bisschen merkwürdig ist. Manches darf jeder sammeln und manches nicht. Und wer ein bisschen Fleisch braucht... Nein, die verlege ich die nicht um. Nein, ich lege sie nicht um. Warum?
Ja, ich hab's gut gesagt. Bist du mal stehen? Jawohl. Außerdem brauchen wir das Leder für die Rüstung. Mhm. Hier drüben hast du zwei Radhirscher hängen, da hast du auch Leder. Ja. Braminleder ist aber hübscher. Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall. Schon, gell? Ja. Und das, was du draus zum Essen machen kannst, hat einen schönen Boost. Yeah. So, nachdem wir gleich kochen, gehe ich. Okay, dann tanze ich mal zum Arbeiten. Ich gehe da mal Wasser schöpfen. Konntest du nicht warten? Ich wollte doch wenigstens einmal draufschlagen. Nee, habt ihr Spaß? Der wollte kuscheln kommen, das konnte ich nicht zulassen. Was? Eieieiei. Hier ja? Ist ein Holo. Ja, ich bin nicht da nur beim Haus am Looten. Ich hab hier das Kissen geklaut und darunter liegt ein Holo. Ich hasse Flatwood. Ich hab's mal noch nicht genommen. In dem Briefkasten weiter hinten liegt dann auch noch eins für ihn. Mhm. Ich habe auch mal noch gewartet. Mann, so weit bin ich ja nicht. Ich hab da oben mal Wasser geschöpft. Ich hab so genug dabei. Ja, ich hab mir gedacht, wenn ich schon da bin, dann kann ich gleich weiter. Hier ist nochmal. Ja, ja. Ha! Kombi-Schraubenschlüssel, okay. Ich frage jetzt nicht, warum es ist da. Du willst mich dann auch gleichzeitig ins Zelt? Ja, oh. Guck dir mal, was da und auf dem Kopfkissenbereich liegt. Oh. Da. Und Wiedergabe. Mein Rücken schmerzt. Ich bin es leid, Ungeziefer mit vier Augen essen zu müssen. Ich sagte ihnen, dass ich da draußen einen großen alten Boomer gesehen habe. Da fragten sie, was ein Boomer sei. Dann kam so ein süßes, junges Ding zu mir und fragte, ob ich nebenan mit dem Garten helfen würde. Heute Morgen habe ich gehört, dass es hinter den Bergen Krebse gibt. Groß wie Scheunentore und noch Schlimmeres. Flatwoods hat die besten Tage hinter sich. Jetzt herrscht das reinste Chaos und alles ist darauf aus, einen zu töten. Ich bin alles andere als ein Feigling. Aber falls noch so eine Bombe fällt, lasst mich bitte einfach sterben. Geht das noch weiter oder ist sie in der Zwischenzeit tot? Aha. Ah, jetzt ist es aus. Das war's. Die langen Pausen dazwischen, gell? Ja, sind zwischendurch genau. Furchtbar. Wenn nochmal so eine Bombe fällt, dann sollen wir sie sterben lassen. Gut, das lässt sich ja jetzt einrichten, wobei ich glaube, sie hat es hinter sich, weil so wie es einmal ausgeschaut hat. Jo. Ja, was sagt er denn zu meinem neuen Outfit? Hm? Ich sag ja, Christian braucht jetzt noch die Polizeiuniform. Dann können wir hier wirklich in auf Richtung YMCA machen. Okay. Ne? Ja, kann man auch machen. Kann man. Muss man aber nicht. Auch richtig. So, ich koche jetzt da mal mein ganzes Zeug. Oder kommst hier vorbei, da gibt's dann noch ein Holoband und auch eine große Kochstelle. Nach Belieben. Aber dann komme ich zu dir, weil dann kann ich das Holband abspielen und währenddessen kochen. Ganz genau, das wäre doch eine gute Idee. Ey, das gibt's nicht, ich bin schon wieder überladen. Ich auch. Das gibt's nicht. Hier im Briefkasten. Ich sehe es gerade. Warte, nehmen wir mal zuerst das andere und jetzt das Holoband. Und